Guten Morgen nach Deutschland. Ich möchte euch ein paar Sonnenstrahlen schicken und nehme euch mal mit an für mich immer noch den schönsten Strand vom Roten Meer, Salhashish. Ja, Andreas und ich, wir sind heute getrennt und er ist in der Soma Bay draußen im Mövenpick und ich mache einen Strandtag und sein Start war heute nicht so gut. Deswegen muss er jetzt noch mal nach Hause fahren. Ich glaube aber, das, was er sucht, ist bei mir im Auto. Und da hatte ich mir gedacht, wenn ich jetzt schon mal loslaufen muss, noch mal zurück zum Parkplatz, dann nehme ich einfach euch mit und gebe euch ein bisschen Urlaubsfeeling hier. Salhashish ist eine Bucht im Süden von Hurghada. Manche kennen sie vielleicht. Das ist so auf dem Weg nach Makadi raus, die letzte Bucht noch vor dem Checkpoint. Wir lieben diese Bucht, weil sie ist genau so, wie man sich das vorstellt. Ihr seht hier, das sind die Hotels auf dieser Seite und hier haben wir die Flaniermeile und hier haben wir das Meer. Und genau diese Flaniermeile geht wirklich hier überall am Meer entlang bis ganz hinter. Bis zur Makadi kann man hier laufen, 12 Kilometer. Und das ist einzigartig. Wer hier schon war, der weiß, meistens ist es so, dass man bei den Strandabschnitten ein bisschen laufen kann, je nachdem, wie groß eben der Privatabschnitt ist. Und dann kommt man zu einem Security-Posten und das war's dann. Und genau das ist in Salhashish nicht der Fall. Also, wer wirklich dieses Flair möchte von Meer, Hotelanlagen und dahinter Wüste. Das ist nur in Salhashish. Vielleicht seht ihr es hier. Also das ist die Bucht. Dann hier ist alles erste Reihe Meer und mehr kommt nicht. Und hinten dran Wüste. Und wir haben heute ein bisschen trübe Sicht. Da hinten sind unsere Berge. Wer hier schon mal Richtung Soma Bay, Makati gefahren ist oder auch Luxor, der weiß, dass wir wirklich riesen Bergketten haben, die rübergehen. Über 60 Kilometer ist das tief, wenn man Richtung Luxor fährt. Am Abend, wenn man hier durchgeht, also wir sind hier so in Salhashish, Downtown, das heißt das Zentrum. Bastab, das ist der Strand, wo wir jetzt gerade sind. Das ist das einzige Restaurant, was sich hier jetzt wirklich schon seit ein paar Jahren hält. Wunderschön zum Reingehen. Man kann Dart spielen, man kann Billard spielen, man kann Cocktails trinken, man kann draußen sitzen, drinnen sitzen. Übrigens, die Spiele sind alle kostenlos, dafür sind die Getränke hier ein bisschen teurer. Also das Bier kostet hier 90 Pfund, umgerechnet 4,50 Euro. Das ist schon ein satter Preis. Dieses Hotel hier, Sunrise Remorse Resort, das ist ein Erwachsenenhotel und am Abend. Es ist wirklich toll, weil hier sind 3 à la carte Restaurants, mexikanisch, italienisch und hier drüben die Shisha-Bar. Und die darf man auch als Nicht-Hotelgast besuchen und darf da essen oder Shisha rauchen. Es ist dann am Abend hier der Animation, also meistens Live-Sänger hier, wirklich angenehm. Überleg mal, da draußen zu sitzen, hier ist das Meer, hier sind die Palmen. Und was gibt es Schöneres, als wie da im Freien zu essen? Es ist einfach ein Träumchen. Salhashish ist in sich ein kleiner Ort, so wie Elguna auch. Hier gibt es auch diese Elektro-Karts zu mieten. Und dann kann man natürlich die 12 Kilometer, die muss man nicht laufen, sondern man kann die auch fahren. Das ist total klasse. Da düst man einfach durch. Aber Achtung, es sind Elektromobile. Man hört sie nicht, also wenn man über die Straße geht. Mal bitte kurz schauen, rechts und links. Ich gehe jetzt mit euch auch noch einmal zwischen den Arkaden durch. Und das ist das Traurige hier an Salhashish, dass wirklich die Shops, die Restaurants sich nicht lange halten. Es ist einfach hier vom Marketingtechnischen nicht so optimal gelöst wie in Elguna. Es ist für mich mindestens genauso schön. Aber sie haben hier wirklich nicht diese Auslastung wie Elguna, nicht dieses Leben. Und das ist so schade, denn
Und wenn man sich einfach anschaut, da vorne ist noch die Piazza. Das ist ein Platz, wie aus tausend einer Nacht am Abend illuminiert. Eine wunderbare Kulisse für Hochzeitsbilder und allem drum und dran. Also es ist traumhaft schön. Und es ist so schade, dass so wenig los ist, auch außerhalb unserer speziellen Zeiten. Ein Juwelier und ein Optiker, die sind schon lange da, die sind hart eingesessen. Die kennen wir wirklich schon seit Jahren. Hier vorne war mal El Gusto, ein italienisches Restaurant. Das hat hier jetzt auch zugemacht, hat hier drüben den Strand mit dabei. Und man kann noch schön draußen sitzen, jetzt am Strand. So, und schaut doch einfach mal hier, ist das nicht wirklich schön gemacht? So wie in Italien kommt man sich hier vor. Gar nicht wie in Ägypten. Wunderschöne Bauweise, so als ob man hier durch Andalusien geht, vielleicht auch Spanien. Ja. Also es ist ein Träumchen und ich liebe es immer, auch hier durch die Gassen zu gehen. Hier hat sich ein Café namens Fashawi angesiedelt. Wer schon in Kairo war und auf dem Souk war, der weiß, Fashawi ist eines der ältesten Cafés in Kairo. Also das hat auch offen. Da kann man abends normalerweise sitzen, Tee trinken und Shisha rauchen. Das mit Shisha ist ja noch nicht hier. Da warten wir noch auf die Genehmigung. Tatsächlich dürfen wir immer noch keine Shishas verkaufen. Dann haben wir hier auch so einen kleinen Innenhof. Auch wunderhübsch gemacht mit den Bemalungen der Fensterscheiben. Da wurden im Endeffekt die kleinen Läden drauf gemalt. Es sind normalerweise auch kleine Läden. Ich zeige euch das mal mit dem Schatten gehen, damit man das besser sieht. Wirklich eine tolle Idee, aber leider nicht offen. Jetzt bin ich an meinem Lieblingsladen vorbeigelaufen. Da könnte ich mich dumm kaufen, wenn nur einmal offen wäre. Schaut euch mal, hier gibt es ganz viel so Schnickschnack. Schokofondue, Parmesan, also ich liebe es, aber leider, es war noch nie offen. Es war noch nie offen. Hier vorne ist noch eine kleine Bäckerei. Und übrigens, wenn man dann hier geradeaus weitergeht, da kommt auch ein Schweinemetzger. Hier in Salhashish leben ja auch viele Residenten, die hier eine Ferienwohnung gemietet oder gekauft haben. Die haben natürlich auch die Möglichkeit, hier einzukaufen. Also, es gibt ein Best Way, da sind wir jetzt gerade, und es gibt ein Metzger, also für das leibliche Wohl ist gesorgt. Und hier drüben, huppala, hier drüben seht ihr noch von der Piazza diese Kuppeln, die wirklich wie aus tausend und einer Nacht sind. Wenn man da abends reingeht, illuminierte Wasserspiele, es ist ein Traum, da einfach mal spazieren zu gehen. So, und jetzt bin ich an meinem Auto. Ich kann mal nachgucken, ob ich Andreas helfen kann, was er vergessen hat, ob es bei mir im Auto ist. Ja, ich hoffe, ich habe euch ein paar Sonnenstrahlen nach Deutschland bringen können. Und wir würden uns riesig freuen, wenn wir euch hier mal wieder persönlich begrüßen können. Tschüss!